für mich ein schöner Tag. Ich kann spielen, basteln, lesen, alles tun, was ich so mag. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, wir freuen uns, dass wir bei euch sind und wir wollten euch jetzt ein kleines Konzert präsentieren mit ganz vielen schönen Stücken von Ludwig van Beethoven, unseren großen Komponisten, dessen Jubiläum wir jetzt die ganze Zeit, das ganze Jahr ja gefeiert haben. Er ist 250 Jahre alt geworden und wir haben ganz viel für euch vorbereitet. Das ist Max. Der Max spielt ein Instrument. Wer weiß es? Könnt ihr ruhig laut sagen. Max, was für ein Instrument spielst du? Das ist eine Geige. Genau, das wisst ihr alle. Und ich bin die Miri, ich spiele das gleiche Instrument, auch eine Geige. Und neben mir ist der Gerhard. Gerhard? Tja, wer weiß, wie man die große Geige nennt. Ist eine große Geige, ne? Ich sag's euch, das Cello. Genau, und wir drei, wir haben natürlich ein Streichinstrument in der Hand, weil wir alle einen Bogen in der Hand haben. Und deswegen haben wir auch ein Streichinstrument. Und dann haben wir als viertes noch unsere Rute. Die Rute ist natürlich kein Streichinstrument. Sondern ich habe ein Blasinstrument, auf dem ich spiele. Das Instrument heißt, und es fängt mit F an, es heißt Fagott. Genau, und dadurch, dass wir drei Streichinstrumente sind und ein Blasinstrument, heißt auch unsere Gruppe 3 plus 1. Genau, das sind wir. Und wir haben als erstes für euch ein Stück vorbereitet, Gewittersturm von Beethoven. Und da brauchen wir eure Hilfe. Und zwar, wisst ihr das ja, wenn Musiker zusammen spielen, dann brauchen sie jemanden, der sie anleitet. Und das ist der Dirigent. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt uns alle dirigiert. Und zwar nehmen wir alle mal die Hand hoch. Und wir können einfach hin und her die Hand bewegen, wie ein richtiger Dirigent. 1, 2, 3, 4 und dazu spielen wir unser Stück Gewittersturm. Ihr macht mal schön weiter. 1, 2, 3, 4. Wartet mal, das ist doch viel zu langsam für ein Gewitter. Das gewittert gar nicht wirklich. Das kann nicht sein, da kann man ja gar nicht die Blitze hören und den Donner. Also, wir brauchen viel schnelleres Tempo. Und zwar nehmen wir alle unsere Hände wieder in die Hand. Nein, unsere Hand hoch. Und dann werden wir jetzt ganz schnell dirigieren. So schnell ihr könnt. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Immer so weiter. 1, 2, 3, 4. Das ist viel zu schnell. Das stimmt, ach, viel zu schnell. Da kommt man ja aus der Puste. Gerhard, kannst du uns helfen? Ich versuch's mal. Okay. Also, liebe Leute, ihr habt gemerkt, das erste Gewitter war zu langsam. Das zweite war viel zu schnell. Dann die Donner, da haben die Wolken gar keine Zeit zum Donnern. Ich glaube, ich weiß so ein bisschen. Ich versuche mir vorzustellen, wie der Beethoven sich das vorgestellt hat. Das Tempo, die Geschwindigkeit. Und die geht ungefähr so in der Mitte zwischen den beiden. Die geht ungefähr so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr jetzt mit mir mitdirigiert und weiter dirigiert, wenn wir spielen, dann passt das, glaube ich, genau zu unserem Gewitter. Achtung, macht ihr mit? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Blitze gehört und die Donner. Ich glaube, das war jetzt richtig ein super Tempo und ihr habt uns gut dirigiert und ich glaube, das haben wir jetzt alle gut gehört. Als nächstes haben wir für euch vorbereitet ein ganz verrücktes, ein ganz lustiges Stück von Beethoven. Und zwar ist das der Eselkanon. Der Eselkanon, der geht so. Wir zeigen euch den mal, weil man den sehr gut sprechen kann. Okay? Und Esel aller Esel, Esel aller Esel, Esel aller Esel, Esel, Esel. Und ich möchte jetzt mein eigener Esel sein. Wenn ihr genau zuhört, werdet ihr hören, dass ich was ganz anderes mache. Okay? Nochmal. Esel aller Esel, Esel aller Esel, Esel aller Esel, Esel, Esel. Ha, ich bin jetzt auch mein eigener Esel und mache noch was anderes dazu. Das passt aber bestimmt auch. Okay, hört mal genau hin, ob ihr hört, was die Ruth dazu... Ich glaube, mein IA hat jeder erkannt. Aber Ruths Esel ist ein bisschen schwieriger. Genau hinhören. Und... Esel. Habt ihr es gehört? Wir hatten drei verschiedene Esels. Und jetzt... Versuchen wir mal, oder ich guck mal, können mal alle Kinder, die hier auf der Seite sitzen, mit mir das IA machen, dass ihr mir hilft. Wir probieren es mal aus, okay? Los geht's. IA, 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 IA. War das laut? Könnt ihr das noch lauter? Okay, nochmal richtig laut. Und... I-A, 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 I-A. Super, das ist meine Seite. Ihr seid mit mir zusammen. Okay, dann möchte ich auch einmal mit euch üben. Die, die auf dieser Seite links so ein bisschen sitzen, dass dazwischen noch einige übrig bleiben, die braucht man nämlich gleich auch noch. Und jetzt mache ich meinen langen Esel. Ihr könnt mir bestimmt gut helfen. Ihr könnt auch ein bisschen gucken, ich helfe euch auch. Esel. Esel, Esel, Esel. Gut. Das schaffen die, glaube ich auch. Ja, und dann bleiben noch die Hauptesel. Ne? Ihr Kinder, die ihr genau in der Mitte sitzt, ihr seid jetzt die Hauptesel. Und wir machen nochmal den Haupteselspruch, Kanon. Und der geht so. Alle Kinder, die in der Mitte sitzen, machen mit mir mit. Esel aller Esel. Esel aller Esel, Esel aller Esel, Esel, Esel. Gut, genau so passt das. Dann können wir es zusammen machen. Gut, meine Gruppe, alle die hier sitzen, Gerhards Gruppe in der Mitte und Ruths Gruppe sind die an der Seite sitzen. Okay, alle zusammen? Los geht's. Esel aller Esel. Esel aller Esel, Esel aller Esel. Ich glaube, das hat schon gut geklappt. Wollen wir das mal mit Musik machen? Max, willst du mal dein Instrument dazu spielen? Sehr gerne. Die Melodie, setzt du dich ruhig hin? Oder nein, bleib bei uns stehen. Genau. Okay, und wir machen alle zusammen mit Musik den ganzen Eselkanon. Und dann freut sich der Beethoven, wenn wir das so gut hinkriegen. Ganz schön laut mitsprechen. Aufgepasst. Los geht's! I-A, 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 I-A. Ah, ich glaube, das hat super geklappt. Sehr schön. Dann können wir uns wieder hinsetzen. Und wir haben als nächstes Stück für euch vorbereitet den türkischen Marsch. Der Marsch ist ein Stück, eine Musik, da kann man natürlich nicht so gut drauf tanzen, aber man kann auf einem Marsch wunderschön marschieren. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben alle einen Rucksack auf dem Rücken und gehen jetzt irgendwo hinaus und marschieren hinaus. Das heißt, alle von euch stehen jetzt mal auf und schütteln die Beine aus
und stellen sich hin. Und am besten ist, wenn vielleicht eine große, lange Schlange entsteht, sodass alle durch den ganzen Raum marschieren können. Dann könnt ihr nämlich marschieren und wir spielen dazu den Marsch. Sollen wir es so machen? Seid ihr bereit? Alle aufgestanden? Alle startklar? Jetzt kommt der türkische Marsch von Beethoven. Thank you.
bei unserem Wasserplätschern und mit all den vielen Vögeln, die ihr sicher gehört habt. Und jetzt sind wir schon am Ende unseres schönen kleinen Konzerts. Wir haben für euch zum Abschluss natürlich das allerberühmteste Stück vorbereitet von Ludwig van Beethoven, die Ode an die Freude. Und ich weiß von euch, dass ja einige das auch sehr schön mitsingen können. Und deswegen machen wir das so, wir werden euer Lied, diejenigen, die mitsingen können, können natürlich mitsingen. Und wir werden euch helfen, wir werden das Lied in Musik einbetten. Wir werden zuerst Musik spielen. Und wenn dann das Lied kommt zum Mitsingen, diejenigen, die das können, können dann mitsingen. Und wir geben euch ein Zeichen, indem wir da an der Stelle aufstehen. Und dann könnt ihr mitsingen und dann setzen wir uns wieder und dann ist wieder zum Schluss ein bisschen Musik zum Zuhören. Okay? Dann spielen wir jetzt zusammen die Ode an die Freude. Und ihr könnt natürlich genau noch mal hinhören. Es gibt Stücke, wo der Max ganz alleine spielt oder der Gerhard ganz alleine oder die Ruth. Manchmal spielen wir auch zu zweit. Manchmal nur zu dritt und meistens zu viert, weil wir ja auch ein Quartett sind. 3+1. Viel Spaß bei der Ode an die Freude. Jeder Tag im Kindergarten ist für mich ein schöner Tag.